Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation haben am Morgen den Betrieb an mehreren deutschen Flughäfen beeinträchtigt. In Nürnberg und auch in Köln-Bonn zum Beispiel drangen die Aktivisten auf das Rollfeld vor und klebten sich dort fest. Rund 1,5 Stunden gab es keine Start- und Landungen in Nürnberg. Inzwischen läuft der Betrieb wieder. Ähnliche Aktionen führten auch in Berlin-Brandenburg zu einem vorübergehenden Stopp des Flugbetriebs und ebenfalls auch am Flughafen Köln-Bonn. Und darüber spreche ich jetzt mit Jakob Schmidt. Er ist für uns in Köln. Wie ist denn die Lage am Flughafen Köln-Bonn mittlerweile? Ja, der Flugbetrieb läuft seit 7.25 Uhr wieder. Er war aber für mehr als eine Stunde unterbrochen. Das heißt, man muss immer noch mit Verzögerungen rechnen. Es müssen ja erstmal alle Flüge, die verschoben wurden, nachgeholt werden. Um 5.45 Uhr gab es die erste Meldung darüber, dass sich zwei unbefugte Personen auf dem Flughafengelände aufhalten. Danach wurde sofort der Flugbetrieb unterbrochen und es gab einen Polizeieinsatz. Dann wurden beide Aktivisten, die sich festgeklebt hatten, auf einer Straße, die zur Startbahn führt, vom Boden gelöst. Und nachdem festgestellt wurde, dass sich keine weiteren Personen mehr auf dem Flughafengelände aufhalten, wurde dann der Betrieb um 7.25 Uhr, also vor gut 4 Stunden, wieder aufgenommen. Und was ist über die Aktivisten bekannt? Also laut Polizei sind es zwei junge Aktivisten, die der Polizei auch aufgrund ähnlicher Delikte bekannt sind. Die beiden Aktivisten ordnen sich der Aktivistengruppe die letzte Generation zu. Und sie hatten auch ein Transparent dabei, auf dem stand Oil Kills, also Öl tötet, und Sign the Treaty, also unterzeichnet das Abkommen. Und die beiden fordern damit, genau wie die letzte Generation, dass sich die europäischen Regierungen gemeinsam auf ein internationales Abkommen einigen und so bis 2030 komplett aus Öl, Gas und Kohle aussteigen. Vor ungefähr 3 Wochen gab es ja schon eine ähnliche Aktion. Wie ist es denn möglich, dass so etwas immer wieder passieren kann? Sind die Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichend? Ja, dazu hatte sich vor ein paar Wochen bei der letzten koordinierten Aktion schon eine Flughafensprecherin geäußert. Und sie meinte, das komplett zu verhindern, dass unbefugte Personen sich Zutritt verschaffen zu Flughäfen, das ist nicht zu verhindern. Also man muss in den meisten deutschen Flughäfen nur durch einen Stacheldrahtzaun durch. Da reicht es, haben wir eben in den Bildern gesehen, ein Loch zu schneiden, durch das man dann hineingelangt. Was man machen kann, ist die Überprüfung des Zauns. Da gibt es sogenannte Sensoranlagen, die sofort einen Alarm auslösen, sobald der Zaun beschädigt ist. Das kann man natürlich weiter ausreifen, aber auch das verhindert nicht, dass sich Menschen sich Zutritt verschaffen. Das führt nur dazu, dass sie natürlich schneller entdeckt und festgenommen werden können. Aber wenn Menschen den Flugbetrieb einstellen wollen, für eine kurze Zeit das erzwingen wollen, dann kann man das in Deutschland kaum verhindern. Und was droht den Aktivisten jetzt? Den beiden Aktivisten hier in Köln droht in Anführungszeichen nur eine Geldstrafe. Das kann sich aber in der Zukunft ändern. Die Bundesregierung plant nämlich, solche Vergehen in Zukunft schärfer zu bestrafen. Im Raum steht eine Freiheitsstrafe von 2 bis zu 4 Jahren. Was aber auch stimmt, ist, dass natürlich die letzte Generation mit solchen Aktionen Gefahr läuft, die Akzeptanz in der Bevölkerung weiter zu verspielen. Ein Beispiel dafür ist, dass vorgestern, hat die Flughafengesellschaft ADV noch gesagt, sie suchen nach einem zeitnahen Termin, um mit Vertretern der letzten Generation zu verhandeln, zu sprechen, auf einen Nenner zu kommen. Ob dieser Termin jetzt nach den erneuten Protestaktionen immer noch stattfinden kann, das lässt sich nicht vorhersehen. Soweit also Jakob Schmidt. Dankeschön für diese Informationen aus Köln.